Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Merchandise. Ja, Merchandise ist ja ein ganz klassisches Mittel im Prinzip in der Eventbranche, um Werbung für sich zu machen. Und auch du kannst Merchandise für dich benutzen. Und deswegen gehen wir in dieser Lektion genauer darauf ein. Merchandise an sich ist eine leichte, aber auch sehr kostspielige Variante, eben zur Verbreitung seiner personenbezogenen Marke zu führen. Denn du kannst ja ziemlich leicht diese Artikel ordern. Es gibt viele Dienstleister, die ja derartiges anbieten. Aber du musst ja diese Produkte dann eben auch kaufen und du wirst die wahrscheinlich eher verschenken und nicht weiterverkaufen. Und deswegen ist das Ganze eben klar erstmal relativ leicht zu besorgen, aber vor allem auch sehr kostspielig. Was auch immer das dann sein wird, was du dir zulegst, die Sachen werden ja mit deinem Logo gebrandet, mit deinem Namen, vielleicht mit anderen besonderen grafischen Elementen, die für dich stehen. Vielleicht hast du sogar eigene Produkte, die genau zu dir passen. Klar, jetzt eine individuelle Plastikfigur von dir anfertigen zu lassen, übersteigt wahrscheinlich den Rahmen. Aber wie auch immer, es gibt viele Möglichkeiten, Merchandise-Produkte ja, zu entwerfen. Und wichtig ist klar, bis A und O beim Merchandise, dass diese Produkte mit deinem Namen, deinem Logo und so weiter gebrandet sind. Eventuell eben hast du noch andere Muster und Designelemente, die du hier noch mit einbinden kannst. Aber klar, in erster Linie steht natürlich dein Logo und dein Name, denn das ist ja auch das, was du in erster Linie verbreiten möchtest. Insofern deine Fanbase noch nicht so groß ist, dass du die Sachen wirklich jemanden verkaufen kannst oder vielleicht auch, dass es keinen Sinn macht, sogar die Sachen zu verschenken, dann kannst du auf jeden Fall mal wenigstens für dich ein paar Sachen ordern. Das heißt, du holst dir vielleicht ein T-Shirt oder einen Pulli mit deinem Namen und deinem Logo, vielleicht eine Cap, was auch immer. Vielleicht schaffst du es irgendwie ein Logo, Sticker und so weiter auf deinem Laptop zum Beispiel zu hinterlegen. Und so weiter, schreibst vielleicht selber nur noch mit Kulis, die mit deinem Logo gebrandet sind, was auch immer es ist. Also auf jeden Fall kannst du mal damit anfangen, dass du für dich vielleicht Einzelstücke besorgst und später setzt du dann einen drauf und holst eben auch noch was ja, für deine Fanbase und andere Leute. Du machst hier dann natürlich auch wieder Werbung. Das ist ja nicht nur aus Jux und Tollerei, denn eben wenn du draußen rumläufst, dann sehen die Leute ja deinen Namen und dein Logo und informieren sich vielleicht auch. Wenn du selbst auflegst, dann macht das natürlich auch was her, wenn du hier mit Kleidung kommst, die auf deinen Namen gebrandet ist. Deswegen solltest du das nicht unterschätzen und das ist auch kein zu ja, finanzkräftiger Einstieg, so ein T-Shirt sich mal bedrucken zu lassen. Hat noch niemanden in den Ruin gestürzt. Wenn du noch nicht so bekannt bist, aber es trotzdem schon so ist, dass du Merchandise an den Mann bringen kannst, dann kannst du ihn zum Beispiel verlosen. Dann hast du hier auch zwei Fliegen mit einer Klappe, denn zum einen generierst du wieder Reichweite, beispielsweise über Social Media, und zum anderen eben läuft dir dann später jemand mit deinem T-Shirt durch die Welt und transportiert eben deine Marke auch wieder nach außen. Bei größerer Bekanntheit kannst du dann sogar die Sachen eventuell verkaufen, dann brauchst du neben deiner klassischen Website vielleicht dann noch einen eigenen Shop oder integrierst den Shop eben in deine Webseite oder du verkaufst es über andere Webseiten, das geht natürlich auch. Aber klar, hier kannst du dann ja sogar wirklich Geld damit verdienen. Da musst du aber auf jeden Fall schon ziemlich groß sein oder du hast eine extrem treue Fanbase, die ja sehr heiß auf dich sind. Das wünschen wir dir natürlich. Schau einfach mal. Das wirst du natürlich merken, eventuell kommen sogar direkt schon Anfragen rein von den Sachen, die du selber schon trägst. Und dann informieren sich Leute eben, kann ich auch das irgendwo kaufen? Oder du horchst einfach mal in deine Fanbase, habt ihr denn Interesse daran? Macht sowas Sinn? Und wenn dann positives Feedback kommt, dann klar, nur zu. Kleidung ist generell sehr lukrativ. Denn wenn du hier nicht die ausgefallensten Sachen kaufst, dann sind sie sehr billig eben im Einkaufspreis. Und du kannst dann T-Shirts, Caps, Pullover, Taschen und so weiter kannst du eben verwenden. Sind hier keine Grenzen gesetzt, du musst halt einfach nur schauen, inwiefern sich das alles dann branden lässt. Und natürlich, klar, wie da vorhin angesprochen, in erster Linie solltest du auf jeden Fall mal anfangen, die Sachen selbst zu tragen und später dann eben auch noch versuchen, das Ganze an den Mann zu bringen.
Alternative Artikel sind zum Beispiel Anstecker, eben diese klassischen Buttons, die man so kennt, Kugelschreiber sind auch Klassiker, Feuerzeuge, Streichholzschachteln, Blöcke zum Beispiel auch, Brillen gibt es auch, Stempel und so weiter. Also es ist eine riesige Produktpalette. Es gibt, wie gesagt, spezialisierte Dienstleister für sowas. Die findest du ganz leicht im Internet. Recherchiere einfach mal, was hier vielleicht für dich in Frage kommt. Du kannst dir ja zum Beispiel auch gebrandete Slipmats für deine Turntables holen oder Timecode-Platten oder sogar Layouts für dein Equipment. Dazu aber ja auch schon im Equipment-Kurs mehr. Also es gibt hier ganz, ganz viele Möglichkeiten. Schau, was zu dir am besten passt, was du eben auch meinst, was bei den Leuten gut ankommt. Und insofern du hier Geld für derartiges beiseite geschafft hast, ist es zum Beispiel auch gerade für Mobile-DJs eine coole Sache, weil ihr diese Sachen dann auf der Hochzeit zum Beispiel oder bei einem Firmen-Event auslegen könnt. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.